So, hallo, wir machen weiter bei Sonic the Hedgehog 2. Wenn das Fenster möchte. Fenster? Fenster? Danke. Ganz komisch. Ich kann lustigerweise Sonic the Hedgehog 2 als Game-Aufnahme aufnehmen, aber manchmal kommt das Fenster einfach nicht. So, wir sind das letzte Mal. Ich setze hier gerade mal wieder meinen Quick-Save. Habe ich wahrscheinlich eh schon gemacht, aber egal. Durch die erste Stage gekommen, durch die erste Zone gekommen, kann man sagen. Und haben schon zwei Chaos Emeralds. Ich würde das gerne fortsetzen. Denn ich glaube, es ist einfacher in den ersten Zonen an die Chaos Emeralds ranzukommen, als dann später. Deswegen bin ich erstmal wieder vorsichtiger und gucke, dass ich die Ringe zusammenbekomme. Und würde eventuell auch den Save laden, wenn wir die Ringe nicht ganz bekommen, sobald wir. Oder wenn wir zufällig durch so einen. Durch so eine, so eine Stange durchrennen und es dann aber dadurch verkackt haben, weil, keine Ahnung, ich nicht stoppen kann vorher und nicht die Ringe dann haben, das. Oh Gott. Hallo Wurmviecher. Hallöchen. Ja, also ich denke, das ist eine ganz gute Idee so. Dann kann ich nämlich auch besser einschätzen, ob ich die Ringe realistisch sehe, ob ich die bekommen kann oder eben nicht. Ja, und ob es jetzt wirklich mit Tails gut ist, dass wir ihn dabei haben oder nicht, was die Ringe angeht, das weiß ich noch nicht. Ich habe gerade Angst, dass hier gleich die Stange kommt. Jetzt kommt erstmal hier ein Schuss. Hilfe. Das war ganz schön weit. Haben wir irgendwas verpasst auf dem Weg hierher? Nein, okay. Alles klar. Ja, ist okay. So, schießt du mal. Nicht nochmal. Und wir gehen mal da rein oder so. Ah ja. Huch. Okay, ja, Und wir haben 50 Ringe zusammen. Jetzt wäre es schön, die zu behalten. Kommt so ein Goalpost. Ja, ach, Goalpost ja schon. So ein Zwischenspeicherpunkt jetzt. Nicht jetzt Ringe verlieren. Ich habe Angst. Oh Gott, da fahre ich doch runter. Ach nee, das ist. Ach, das ist wieder sowas hier. Okay. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Du. Lass das. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir einen Zwischenspeicher. Punkt. Komm schon. Nein! Was ist das denn? Ja, okay, gibt es hier vielleicht gar keinen? Das kann natürlich auch sein. Na gut, jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Und hier kommt auch keiner, ne? Muss schon bei einem Zwischenspeicher sein. Ach, doof. Na gut. Na gut, das war dann aber eine ganz schön kurze Stage, oder? Ich habe eine Abkürzung gefunden. Ich weiß es nicht. Aber ich bin doch eigentlich gar nicht speziell gelaufen. Oh, total 88.000. Das ist doch schön. Na gut. Ach so, dann sollte ich hier mal gerade. Zack. Ich muss dann nur mir wirklich gut überlegen, ab wann wir keine. Gott, das ist Gehuste. Ab wann wir nicht mehr genug Möglichkeiten haben, an irgendwas ranzukommen. Hui. Ah, nein, da hätte man hochgekonnt. Komme ich da zurück? Schande. Okay. Das ist ja fies hier oben. Da wird man jetzt zerquetscht, wenn man nicht aufpasst. Ich will das haben, aber da komme ich bestimmt nicht mehr ran. Ja. Okay. Komme ich da jetzt rüber? Das ist das, wo ich vorne. Ah. Da komme ich jetzt auch so hin. Ja, okay, dann habe ich ja gar nicht so viel verpasst. Kann ich hier auch in die Ringe rein? Ah, das ist von der anderen Seite. Okay, alles klar. Gut. Hier komme ich auch nicht runter, ne? Wenn ich hier irgendwie so ganz speziell. Nee. Okay. Du. Oh, was? Da kann man nicht. Oh. Da kann man nicht stehen. Das wusste ich nicht. Ups. Moment, wo ist der Se. Ist das richtig? Ja, na klar, das ist der Anfang der Stage. Das ist der Anfang der Stage. Alles gut. Ich dachte gerade, wir sind falsch. Und mein Interesse halber komme ich hier irgendwie woanders hin noch? Ich habe hier doch gar keine andere Möglichkeit. Ich kann doch nur da. Ganz merkwürdig. Können wir da nochmal hochlaufen?
Stopp. Stopp, Hu. Hui. Okay, jetzt habe ich zumindest mehr Speed. Und dann kommen wir da auch... Ach, jetzt komme ich da nicht mal ansatzweise an die Ringe ran. Ja, doof gemacht. Dich habe ich doof gemacht. Aber dass man da zerquetscht, finde ich ein bisschen doof. Hätte ich mich ducken müssen, oder was? Ja, doch, jetzt sieht man schon, dass man da zerquetscht. Ja. Ja, doch, das ist ein bisschen arg eng an der Stelle. So, und jetzt weiß ich auch, wie ich da rankomme. Indem ich einfach mal nachdenke, bevor ich was tue. Aber wieso sollte man hier unverwundbar sein? Die ist eh wieder weg, die Unverwundbarkeit, bis man da drüben wieder raus ist. Sollte man jemals da rauskommen? What the f... Danke. Ja, wow. Ja, ach, da ist sie wieder weg, die Unverwundbarkeit. Das hat's mega gebracht. So. Ach, ich habe hier eh ein Leben bekommen. Das heißt, ich hätte auch einfach weiterspielen können, ohne den Save zu laden. Naja. Was soll's. Ja, das ist ein bisschen gemein gewesen. Na gut. Nein, wo, was tue ich denn? Ich bin doch so ein Horst. Unglaublich. Entschuldige mich bei allen Horst. So schlecht wie ich seid ihr dann auch nicht. So. Hier wollte ich drauf. Ist da irgendwie... Irgendwie ja nicht. Doing doing macht's nur. Oh, da sind Ringe und... 50. Jetzt nur, jetzt brauche ich nur so ein Speicherding. Ich laufe doch bestimmt wieder voll an einem vorbei jetzt. Aber ich muss halt echt aufpassen, dass ich auf einer bestimmten... Wo wollen wir denn hin? Uah. Langsam bitte. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich auf einer bestimmten Anzahl an Leveln, die wir geschafft haben. Dann auch nicht mehr alle Chaos Emeralds bekommen kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder 6 oder 7 Stages haben. Ich gehe jetzt auch bewusst nicht in den... Ich will ja hier vorsichtig laufen. Wo ist so ein Speicherding? Jetzt haben wir... Da ist eins! Perfekt, wir haben wieder ein Chaos Emerald. Und wenn wir 7 Chaos Emeralds brauchen, brauchen wir also mindestens... Wenn wir in der letzten Zone sind, dürften maximal 2 Chaos Emeralds noch fehlen. Ja, es ist einfach gut, sie so schnell wie möglich zusammen. Und dann ist gut. So. Und rein da. Oh je. Special Stage 3. Ich muss mehr springen. Okay. Das ist... Aber Tail springt halt auch später. Ich weiß nicht. Ja, cool. Tails, du bist halt schon... Ja, das hat gut funktioniert. Eigentlich ist es blöd, wenn Tails viele Ringe einsammelt, weil... Wow. Wow. Das hat gut funktioniert. Eigentlich ist es doof, wenn Tails viele Ringe einsammelt, weil er halt da viel eher reinrennt. Auch wenn ich natürlich auch sehr schnell reinrenne. Das ist schon richtig. Ich wüsste halt gerne, ob es da noch irgendeine bessere Methode gibt. Ihm zu quasi daran zu hindern, dass er viele Ringe einsammelt. So blöd das klingt. Tails. Und jetzt bin ich selber reingerannt. Ah, oh, fucking hell. Ja, das hat bei weitem nicht hingehauen. Und da müssen wir auch, Alter. Ja. Wow. Ich komme nicht mal durch den ersten Abschnitt. Kann ich eigentlich?
hier mit, also wechseln so von wegen so, hey Tails, geh mal weg da. Wahrscheinlich nicht. Oh je. Muss einfach rechtzeitig springen, dann springt Tails auch rechtzeitig. Dann überspringe ich zwar die nächsten Ringe, aber dafür verliert Tails sie nicht. Das ist doch auch gut. Nein, das war blöd. Ah, fuck, das reicht nicht. Jetzt kommen die Ringe, die und dann... Ja, jetzt kommen die Ringe, die werden nicht... Die fehlen. Ah, Schande. Okay. Na, das wird noch lustig. Ich freue mich auf die Bonus-Stages im dritten Spiel. Die sind cool, die kenne ich. Nur vom Sehen her, aber die sind cool. Die haben zumindest so einen eigenen, so ein eigenes Spielsystem, so ein bisschen. Aber ich verrate mal noch nichts, falls jemand die noch nicht kennt. Huch. Ich darf aber auch nicht springen, weil dann nehme ich die Ringe nicht mehr. Das ist auch blöd. So, jetzt aufpassen. Okay, alles gut. Ersten Abschnitt geschafft. 110. Ja. Jetzt kommen die wieder runter, oder was? Ja, mein Gott. Nein, jetzt springe ich da, ich Doofnase. Wow. Okay. Kommen da noch Ringe? Da kommen noch Ringe und das war's, ne? Oh, wie gemein. Okay, gerade geschafft. Da kam ein ganzer Ring, der komplett außenrum war. Gut, aber man hätte jetzt mehr Ringe haben können, das ist klar. Ach, Alter. Wie soll Tails denn sowas ausweichen? Ja, das ist doch... Ja, das ist doch doof. Ei. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber das mit Tails ist blöd. Ich frage mich echt, ob der einfach nicht das Problem, also ob der. Aber dann würde ich ja andere Ringe wiederum nicht sammeln, wenn er nicht dabei ist. Ich weiß nicht, er ist Fluch und Segen gleichzeitig. Im Grunde sammelt er nur Ringe, die ich nicht gesammelt hätte. Also keine Ahnung. Dann ist es auch nur fair, wenn er die verliert. Ich weiß nicht, was gut ist und was schlecht ist in dem Fall. So, das sieht doch schon deutlich besser aus. So, jetzt einmal springen unbedingt. Rechtsseite, haha, das war knapp. So, wie ging das denn jetzt? Jetzt kommen schon die Ringe, oder? Ne, die Ringe kamen, man kam... Oh Gott, wie war denn das? Nein, ja, cool. Das geht jetzt einmal rum, ne? Yo. Okay, kommt es auch wieder runter? Es kommt auch wieder runter. Okay, alles gut. Soweit alles gut. Jetzt kommen die unten. Und am Ende kam der große Ring. Irgendwie jetzt. Oh, das war knapp. Sehr schön. Sweet. So. Ja. Jetzt kommen die ganzen Ringe. Nein, und ich darf da nicht springen. Ich muss doch da einsammeln. Ich Doofnase. Oh Gott, oh Gott. Also da muss ich viel am Rand dann entlang rennen. Am Rand entlang rennen. Und Tails kann da überhaupt nichts sammeln. Da, das ist dann das Ende für ihn. Ach, 20 haben gefehlt. Da ist Ende für Tails. Oi, diese extra Stages. Oi, oi, oi. Die werden eine Weile dauern.
Aber auch da ist schon krass, man hat im Prinzip nur diesen einen Versuch. Wenn man dann, wenn man es dann nicht geschafft hat, kann man die Stage von vorne anfangen. Theoretisch, wenn man... Oder halt bis zum nächsten Goalpost warten, aber... Weiß nicht, ihr seht ja gerade, wie oft ich das hier verkacke. Da müsst ihr schon zigmal spielen, damit das funktioniert. Weil man die auch erstmal lernen muss. Die versteht man ja erst gar nicht. So, jetzt kam direkt der Kratsch. Okay. Und springen. Und gleich nochmal springen. Das war zu bald. Ne, es hat gepasst. Jetzt kommt das alles in der Mitte. Das ist okay. Und ganz am Ende kam der Ring. Jetzt. Jetzt. Ah, Tails. Alter. Jetzt kommen die ganzen Ringe. Direkt jetzt? Jo. Und ich muss aber auch am Rand die ganze Zeit entlang rennen. Ja, und dann springe ich drüber und dann... Oh Gott. Und dann komme ich nicht an die Ringe. Ah, es ist doch blöd. 6 fehlen wieder. Oder kam noch was? Nee, da kam nichts mehr. Doch, da kam noch was. Ich Doofkopf. Nee, da kam nichts mehr. Nee, da kam nichts mehr. Das heißt, man verliert am Ende nur noch. Gut. Aber wir kommen der Sache neu. Nee, ich habe den Bildschirm ausgeschaltet. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt ist der Bildschirm wieder an. Ich habe nämlich nicht... ich muss immer Fn drücken, wenn ich F9 drücken will, zusätzlich. Wenn ich nur F9 drücke, dann ist da eine Funktionstaste, in dem Fall Bildschirm ausschalten. Das ist doof. Will ich nicht. Will ich den Bildschirm ausschalten. So. Ich will euch aber jetzt auch nicht länger hier in dieser Bonus-Stage festhalten. Wir kriegen das hin. Irgendwie. Nein, nicht da springen. Das ist doof. Da springen ist ganz blöde. Jetzt habe ich nämlich nicht genug Ringe. Bei weitem nicht. Na doch, es reicht gerade so. Gerade so. Ei. Aber jetzt fehlen natürlich die 7 Ringe, die ich vorhin zum Beispiel auch schon hatte. Naja. Kann man irgendwie auch einen kleineren Sprung machen eigentlich? Ne, man macht immer einen riesigen Sprung. Egal wie ich das antippe. Oh je, das wird nicht reichen. Doch, es reicht. Jetzt kommt der große Ring. Zum Glück hat Tails diesmal nichts gesammelt. So, und jetzt kommt der Spaß. Wobei, solange Tails keine Ringe hat, kann es mir eigentlich egal sein. Da kann er auch getroffen werden. Ich muss halt nur immer schön die Ringe hier am Rand mitnehmen. Aber das geht halt nicht, weil ich nicht rechtzeitig dahin komme. So was Blödes. Ah. Ja, cool. Ah, aber wir waren nah dran. Wir waren näher dran als sonst. Muss man auch dazu sagen. Ah, die extra Stage, die scheint die ganze Videozeit aufzubrauchen. Das gefällt mir nicht. Nur weil ich die extra Stages mache, brauchen wir hier ewig. Ach. Doof. So. Aber ich nehme jetzt auch nur diesen Part zusätzlich auf und dann... Nein, das tue ich denn. Und dann werde ich beim nächsten Mal gucken, ob ihr vielleicht irgendwelche Tipps mir hingeschrieben habt für die extra Stage. Kann ja sein, dass es da einen Tipp gibt, den ich nicht kenne. Glaube ich irgendwie noch nicht so dran, aber kann ja sein. Es ist ja alles möglich, nicht wahr? Scheiße, Tails, das war blöd. Ach, dort ist so viele Ringe. Warum? Warum hast du die verloren? Oh oh. Ah. Ich kann das auch noch nicht so wirklich abschätzen. Wann ich da jetzt genau. Ich würde halt gerne einen kleinen Sprung auch noch machen. Geht aber nicht. So, jetzt kommen die am Rand noch, ne? Oder? Ne, jetzt kommt der Ring nur. Ach, Tails. 121. Das ist halt nicht viel.
kommen die Ringe. Also die Ringe. So, und jetzt gleich am Rand. Falscher Rand. Scheiße. War schon blöd. Das reicht nicht. Ach, und Tails muss nochmal was verlieren, natürlich. Aber wir sind noch näher rangekommen. Mann. Aber wenn es ohne Tails einfach ist, ich glaube, dann fange ich sogar nochmal von vorne an. Das war jetzt ja nicht viel, was wir bisher gemacht haben. Die Stages waren auch relativ kurz. Das geht eigentlich voll klar. Finde ich. Das war... Nee, das war richtig. So. Das hat doch schon wieder nicht hin. Zu spät gesprungen. Zu spät gesprungen. Toll, Tails. Ganz, ganz toll. Ach. Ach, meine Güte. Ich drehe am Rad. Was nützt mir Tails? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, so cool es ist, dass man hier mit Tails rumläuft. Aber ganz ehrlich, was nützt er mir aktuell in dem Spiel? Mit Tails alleine, das wäre wieder was anderes. Dann könnte man ja fliegen und so weiter. Aber so ist das halt irgendwie nicht so geil. Was? 15? Was habe ich denn jetzt für einen Bockmist gebaut? Boah, das ist ganz knapp, hat das gerade funktioniert. Was habe ich getan? Wieso? Ach, Tails. Verlier halt nicht alles, Mann. Du bist doch doof. Oh, wow. Oh, come on. Nein, erstmal rüber und dann runter. Ach, Tails, ich... Krassen. Kann ja nicht wahr sein. Wieso sind das so viele Ringe, die noch fehlen? Was ist schon wieder los? Was habe ich wieder falsch gemacht hier? Wieder ganz knapp. Hatte ich da nicht vorne, hatte ich doch da viel mehr. Gut, Tails. Was mache ich denn plötzlich anders? Im Grunde ist es ja wahr, er sammelt doch nur die Ringe, die ich eh nicht hätte. Also eigentlich ist das doch okay so. Sollte man meinen, gerade so.
Aber jetzt halt wieder ist vorbei. Die kriege ich nie alle zusammen. Dafür müsste ich schon immer rechtzeitig springen. Baby. 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 Nice. Ja, rechtzeitig springen, wie gesagt. Ei. War das eine schwere Geburt, Mann. Ei. Hier, safe. Jetzt aber schnell die Stage beenden. Schon wieder 25 Minuten hier, was soll das denn? Ach, meine Güte. Gut. Hui. So, nur noch zum Boss. Hier ist nicht cool, aber immerhin. Ich wollte gerade sagen, immerhin kann man jetzt getroffen werden von den Sachen da. Das ist gut. Das finde ich gut. Also man hat jetzt eine gewisse Unverwundbarkeit auf den Stacheln. Unverwundbarkeit. Ja, tschüss Tails, ne? Bitte. War nett mit dir. Oh Gott, 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 was? Hallo Wasser? Ja, ich bin dabei. Chemical Plant Zone. Wird die Stage sogar noch mal ein bisschen. Da war wieder so ein Checkpoint, aber jetzt ist mir auch wurscht. Wir haben den Ring hier. Und wir sind eh bei der. Beim Boss, wollte ich gerade sagen. Waren wir noch gar nicht. Es kam mir so vor, als ob. Ups. Weil irgendwie die Kamera so komisch geschwenkt hat, da dachte ich, wir sind beim Boss. Waren wir gar nicht. Plonk. Bin mal ein bisschen vorsichtiger. Irgendwie bin ich da gerade ganz schön reingefallen. Hier war das. Nicht da drauf am besten. Würdest du bitte noch nicht jetzt steigen, Wasser? Das wäre super. Okay. Nö! Ich hab's noch gesehen. Da war es schon zu spät. Okay, noch zwei Leben. Ich setze hier mal wieder einen Save. Denn das wird mir gerade zu risky. Ich weiß, wir haben ein Continue, aber ich bin mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob das Continue den Chaos Emerald Save, den wir gerade gesammelt haben. Das war super klug. Nein! Das übrigens so gar nicht. Ei. Counter wird mich schon wieder in der Luft zerreißen hier. Es tut mir leid, Counter. Es tut mir leid. Wirklich. Oder? Tails stirbt öfter als ich. Das will ich mal festhalten. Ich bin nicht hier der Einzige, der stirbt. Ach was. Ich bin direkt vor dem Boss gestorben. Ja, ist auch in Ordnung. Oh wow. Oh wow. Ich bin so bad. Immerhin kommt man dann in Ringe vor dem Boss. Wo kann man dann eigentlich dann noch? Gibt es dann noch eigentlich noch einen extra Weg oder ist das hier einfach alles? Alles, der Rest ist quasi so, hey, alles Deko und du musst diesen Weg hier sowieso gehen. Ich habe keine Ahnung. Hui. Whatever. So. Bleib einfach in der Mitte stehen. Da kann nichts passieren. Aua. Außer, dass Eggy mir aufs Maul gibt. Das kann passieren. Ach, Eggy. Du ziehst mein Video in die Länge, merkst du das nicht? Bonk. Kann ich da nicht in einem Stück einfach rüberspringen, wenn ich das hinkriege?
Müssen wir da immer auf die Plattform warten? Das ist doch doof. Ich will nicht immer auf die Plattform warten müssen. So. Kriegen wir bestimmt hin irgendwie. Ich bin da ganz zuversichtlich. Lass das mal. Ach, jetzt er saugt da diese chemische Flüssigkeit auf. Und dann... Und dann verrecke ich da hinten. Das heißt, in dem Moment, wo er da aufsaugt, kann ich eigentlich ordentlich angreifen. So, jetzt gucken wir mal, ob das hinzukriegen ist. Hier einfach springen und dann... Wir werden übrigens längst Game Over. Möchte ich nur mal kurz festhalten. Ich hätte es also längst wieder verkackt. Ah, es geht in einem Sprung. Sehr schön. So, dann kann ich das Herlaufen hier auch in Zukunft mir sparen. So. Ach Gott, jetzt! Guten Morgen. Ich will das Video nicht länger werden lassen. Es tut mir leid. Wir müssen das jetzt ein bisschen kürzen hier. Aber eigentlich sollte das auch nicht so schwer sein. Danke. Sag ich doch. Ah. Man kann sich's halt auch schwer machen. So. Wow. Ich bin auf die nächsten Extra Stages gespannt und ich habe ein wenig Angst. Ein ganz klein wenig. Vor den Extra Stages. Aquatic Ruin Zone. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.